Ja, moin, ich bin's wieder, Thorsten von Weiß nichts Welt, und ich möchte euch heute erzählen zum Thema meiner eigenen PV-Anlage, warum überhaupt und wie ich das plane und mal so die Grundkonzepte vorstellen. Also das fing alles damit an, dass man halt jetzt hier letztes Jahr ja viel diese Fridays for Future-Bewegung im Fernsehen gesehen hat und man sich doch dann doch irgendwann mal mehr Gedanken macht darüber, wie man so auf die Umwelt wirkt, wie das eigene Handeln so ist. Und mir da dann doch Zweifel gekommen sind, dass ich vielleicht, naja, sagen wir mal, zu wenig tue. Ich habe über die letzten Jahre immer wieder meine Energieverbräuche nach unten korrigiert, habe sehr, sehr viele Energieeinsparungsmaßnahmen getroffen und habe auch einiges einsparen können. Und nun ist eigentlich die Zeit gekommen, dass man dieses bisschen Restenergie, was man denn verbraucht, zumindest in irgendeiner Form mal kompensieren sollte. Und kam dann auf das Thema Photovoltaik. Dazu kommt, dass die Halle, in der ich hier auch gerade sitze, die ist also relativ neu, die ist 2018 gebaut, sich natürlich prima dafür eignet, also ein sehr stabiles Dach hat, prima dafür eignet, noch eine Photovoltaikanlage zu tragen. Ja, und dann kam es so und habe mir überlegt, das müssten wir mal machen. Das ging so im letzten Jahr, im Herbst dann los, dass ich mir da weitere Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe dann mich auch irgendwann mal ins PV-Forum eingeloggt. Ich kann also gerne nochmal den Link hier zu meinem ersten Planungstweet im PV-Forum unten untersetzen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es ins Video reinmachen kann. Vielleicht kann ich das dann auch. Dann ist er irgendwo hier oder da. Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, hier ist er. Und ja, wir versuchen das dann mal. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß noch, kenne mich noch nicht so richtig gut aus in YouTube und muss erstmal sehen, wie das funktioniert. Habe also auch noch nicht mal das erste Video richtig hochgeladen. Also vielleicht werde ich da ja dann nochmal besser. Gut, also wie fing es an? Ich habe letztes Jahr mir Gedanken gemacht über die Gesetzgebung. Da hieß es immer, dass man so Anlagen bis 10 Kilowatt Peak, da muss man dann einige Dinge beachten, aber man muss dann zum Beispiel noch keine EEG-Umlage auf eigenverbrauchten Strom bezahlen und das ist dann alles noch einigermaßen einfach. Ein bisschen Finanzamt gehört da natürlich zu. Gibt es alles im PV-Forum auch zu lesen, wie man da was macht. Ist nicht alles ganz restlos gut erklärt, aber vieles erklärt sich dann sicherlich auch, wenn man es dann macht. So hoffe ich wenigstens, weil ich selber es ja auch noch nicht gemacht habe. Und notfalls muss ich dann halt Leute fragen, wie es geht. Und bisher habe ich immer alles geschafft, also werde ich das wohl auch schaffen. Ja, das Grundkonzept hieß also eigentlich eine 10 Kilowatt Peak Anlage und da fing es dann auch schon mit an. Ich habe dann Anfang diesen Jahres, also 2020, verschiedene Installateure angefragt, die sowas bauen. Und dann kam eigentlich das erste Problem, dass gar keiner kam. Also man hat dann mit Leuten geredet und da war auch Interesse. Aber erschienen ist ja keiner. Und ja, es war dann auch nicht so schön, weil man dann auch zwei, dreimal hatte man zum Beispiel, dass man hier gewartet hat bei einem Termin und die andere Seite dann gemeint hat, nö, ich komme einfach gar nicht, sage auch nicht ab. Und das finde ich eigentlich, ja, ich bin seit 20 Jahren Geschäftsmann, sowas habe ich noch nie mit jemandem gemacht. Also ich weiß nicht, warum man so ist und naja, aber gut, das ist die Branche. Es scheint wohl so zu sein, dass das da auch öfter vorkommt. Ich habe also auch im PV-Forum viele Leute, die das schon berichtet haben, dass also Installateure meinen, ja, bekommen oder eben auch nicht. Was einen natürlich auch dazu bringt, zu überlegen, wie ist das denn, wenn man dann so eine Anlage aufs Dach baut? Man muss ja, die kommen ja nicht einfach so und bauen das hin. Das muss ja ein Gerüst gebaut werden. Das steht dann ja vor den Eingangstoren hier zur Halle. Und wenn die dann da nicht kommen oder wochenlang verzögern oder so, kann das ja durchaus auch sein, dass einen das in Probleme bringt. War also nicht so schön. Gut, ich habe dann jetzt einen Installateur gefunden an sich, der dann auch gekommen ist, der sich das angeguckt hat und der auch ein Angebot abgegeben hat, was man, naja, was man akzeptabel nennen kann. Das war für eine 9,99 Kilowatt Peak Anlage. Und wie gesagt, den Planungsbild verlinke ich. Können wir mal gucken, ob ihr das, was ihr dazu sagt. Könnt ihr auch gerne kommentieren. Und dann war es eben so, dass wir aber ja die Corona-Epidemie hatten. Und ich bin ja Gärtner, habe ich ja in meinem Eingangsvideo auch schon mal erzählt. Es wurde uns also verboten, Blumen zu verkaufen im April. Was natürlich schlecht ist, weil wir die Blumen ja schon produziert hatten. Es war also wirklich so, wir durften eigentlich nicht auf Wochenmärkte, wir durften eigentlich auch den Laden nicht aufmachen. Was natürlich ein Problem war, weil man ja, wie gesagt, das Geld dann auch braucht und man hat ja dann auch einige zigtausend Euro stehen, die man dann eventuell wegschmeißen muss.
Es wurden dann ja auch großartig Hilfen versprochen, die kamen aber nicht. Gut, das müssen wir hier auch nicht im Einzelnen erklären, es geht hier um meine PV. Das haben wir dann irgendwie gelöst, das Problem, also es hat sich noch wieder gewandelt. Aber das Risiko, jetzt viel Geld auszugeben für eine Photovoltaikanlage, die ich ja eigentlich, naja, nur mittelbar, nicht unmittelbar brauche. Ich meine, ich habe jetzt im letzten Jahr noch 2200 Kilowattstunden Strom verbraucht. Das waren früher mal 4.000 oder 5.000, bevor ich angefangen habe, Einsparungsmaßnahmen zu ergreifen. Aber naja, 2200, ihr wisst, das ist jetzt nicht so arg viel. Da braucht man nicht unbedingt sich selbst versorgen. Aber es geht ja letztlich um die Umwelt. Es geht darum, dass man ein Zeichen setzt, dass man was macht. Und das möchte ich ja auch gerne. Nun gut, aber dann war das ja so, dass, wie gesagt, die Installateure alle auch nicht kamen. Der eine hat ein Angebot abgegeben, was wieso auch ganz gut war, hat aber auch ein paar Kleinigkeiten da drin, die mir nicht so gefallen hatten. Dann kam Corona, das Risiko. Dann kam der 52 Gigawatt Deckel, den der Herr Altmaier irgendwie nicht abschaffen konnte so schnell. Es hat sich also alles sehr verzögert. So, nun sind wir Ende 2020. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht im April schon aufs Dach gemacht habe. Oder im Mai. Aber nun ist es so. Dann müssen wir damit durch und müssen das so weiter handeln. Jetzt hat sich aber einiges geändert. Wir kriegen im nächsten Jahr das neue EEG. Und nun sagen ja viele, das neue EEG ist ganz schlecht für die Photovoltaik und ist schlecht für den Ausbau. Das mag so sein, aber es ist nicht unbedingt schlecht für die Kleinen. Im Endeffekt ist das sogar einigermaßen gut, zumindest für mich, weil man jetzt diese 10 Gigawatt Peak-Grenze nicht mehr hat. Das heißt, man muss nur dann EEG abführen für den eigenverbrauchten Strom, wenn man über 20 kW Peak hat oder eben mehr als 10.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Das heißt, wenn ich jetzt eine 15 kW Peak-Anlage habe und verbrauche über 10.000 Kilowattstunden, dann muss ich EEG-Umlage abführen, wenn nicht, dann nicht. Das kann sich auch noch ändern. Das ist im Moment also auch ein bisschen im Gespräch, dass man vielleicht die ganze EEG-Umlage abschafft und irgendwann auch eine CO2-Steuer finanzierte Geschichte umstellt, aber das wissen wir alle noch nicht. Und letztlich weiß man erst Mitte, Ende Dezember, was wirklich jetzt im Gesetz stehen wird. Was auch ein bisschen schade ist, weil man ja immer schlecht planen kann, wenn man nichts weiß. Nur gut, ich bin ja der Nichtswisser vor dem Herrn. Also ist das auch für mich in Ordnung. Ich habe es jetzt so geplant, dass ich sage, ich will versuchen, das Dach so voll wie möglich zu machen. Ich werde dabei wahrscheinlich um die 12 Kilowatt Peak haben und werde wahrscheinlich auch eine Batterie einbauen, weil es gibt in Niedersachsen inzwischen oder aktuell eine Batteriespeicherförderung. Das sind wieder Vorteile der Corona-Pandemie, dass sich die Länder mal Gedanken machen und irgendwie auch was fördern wollen. Ich denke, dass mir die Batteriespeicherförderung helfen wird, dass ich also dadurch dann auch ein bisschen mehr Eigenverbrauch hinkriege, wenn ich einen kleinen Batteriespeicher installiere, also auch gar nicht so viel eigenes Geld dazugebe. Ich werde dann jetzt im Verlauf der nächsten Videos dann auch mal versuchen, diese ganzen einzelnen Dinge zu erklären, wie ich das bauen will, also sagen wir mal, wie die Förderungen sich auswirken und warum mir die Förderungen auch helfen, also die Anlage etwas günstiger zu bauen oder aber eben der Batteriespeicher am Ende fast umsonst sein wird. Naja, das muss ich dann halt alles im Einzelnen nochmal auseinanderrechnen und auseinander erklären. Ich denke mir so grundsätzlich, ja, ist es das im Groben, das ist erstmal der grobe Plan. Es wird also einfach eine PV von zwischen 10 und 12 Kilowatt Peak geben. Es wird dann einen entsprechenden Hybridwechselrichter geben. Es wird einen Speicherakku geben, der nicht zu groß ist. Ich schätze mal, was wird da sein? Vielleicht, wenn er 5 Kilowattstunden speichern kann, dann wird er schon relativ groß sein. Für mich, für meine Verhältnisse. Ich habe also nachts im Winter vielleicht mal 3 bis 4 Kilowattstunden Verbrauch. Was aber ja regulär ist oder relevant ist, weil man ja diese 5 Kilowattstunden eventuell gar nicht am Tag im Winter einladen kann in die Batterie, weil man ja am Tag den Strom auch verbraucht und die Anlage ja gar nicht viel hergibt. Wir werden sehen, wie sich das dann am Ende auswirkt. Ich meiner Meinung nach brauche eigentlich nur eine ganz kleine Batterie, die so ein bisschen nachts noch Strom gibt. Da muss man noch mal ein bisschen die Verbräuche optimieren. Auch das werde ich sicherlich irgendwann noch mal erklären, was ich mir da so vorstelle. Das kann man am besten vielleicht auch machen, wenn die Anlage schon läuft. Das wird
naja, sicherlich mal frühestens März, April werden. Müssen wir dann sehen. Und ich hoffe, dass das jetzt überhaupt funktioniert. Und ja, wie gesagt, was wird es noch geben? Es wird einen E-Auto-Ladepunkt geben, obwohl ich kein E-Auto besitze. Das liegt einfach an der Förderung der KfW und auch an der Förderung der N-Bank. Was da im Einzelnen, warum das am Einzelnen günstig für mich ist, obwohl ich das Auto dazu noch gar nicht habe, werde ich dann auch in einem Video mit erklären. Das wird wohl im Speicherförderungsvideo passieren. Und den Fahrzeugladepunkt, denke ich, werde ich ja irgendwann brauchen. Es ist jetzt so, ich fahre jetzt im Moment noch einen alten Benziner. Das hat auch alles seine Gründe. Es ist auch eigentlich nicht unbedingt umweltfeindlicher als ein Elektroauto im Moment zu fahren. Jedenfalls nicht, wenn man so ein altes Auto fährt. Und auch das werde ich sicherlich vielleicht irgendwann mal angehen, das Thema, das zu erklären, warum das vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn man ein altes Auto fährt, es günstiger sein kann, eben wie gesagt auch einen Verbrenner noch zu fahren als ein Elektroauto. Auch wenn das sicherlich jetzt einige wieder nicht glauben wollen oder ja, vielleicht sagen, Mensch, das ist ja doch eine Umweltsau, auch dazu komme ich irgendwann. Nee, irgendwo eine Umweltsau. Ja, vielleicht bin ich sogar wirklich. Wer weiß. Aber das kommt auch noch. Gut, das soll es für heute und für jetzt so gewesen sein. Ich denke, wenn ihr da Fragen habt, was ich im Einzelnen plane oder ja, das kann man dann auch erst vielleicht sagen, wenn ich das nächste Mal beim Installateur war. Ich habe also nächste Woche einen Termin. Da werden wir also festlegen, was für Module aufs Dach kommen, wie viele Module auf Ost und auf West. Das ist ein Ost-West-Dach hier. Wir haben in West leider ein bisschen Schatten, auf Ost haben wir frei. Also wird wahrscheinlich mehr auf Ost gebaut als auf West. Ja, müssen wir dann mal sehen, wie viele Module, was für Module er mir da dann direkt anbietet, weil das jetzt auch inzwischen ein bisschen anders ist. Die ersten Module waren 330 WP-Module, die er mir angeboten hat. Ich hoffe, dass die 350er jetzt nicht zu teuer sind, dass wir vielleicht da noch ein bisschen hochkommen. Auf jeden Fall passen zwei Module mehr aufs Dach. Oder sogar vier, das müssen wir mal sehen. Und dann warten wir mal ab, was da am nächsten Dienstag entschieden wird. Und ja, dann werde ich sicherlich auch irgendwann vielleicht nochmal ein weiteres Video machen, nach meinem Installateurbesuch. Beziehungsweise es geht auf jeden Fall ja Videos geben, wie das weitergeht. Also diese Reihe wird ja Ich baue PV heißen und das ist die erste Folge. Und ja, dann müssen wir mal gucken, ob es euch überhaupt interessiert oder ob mein Gelaber euch zu viel ist. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr weitere Infos haben möchtet. Wenn ihr das weiterverfolgen möchtet, dann könnt ihr den Kanal auch schon direkt abonnieren. Ich hoffe mal, dass das ein paar Leute auch tun. Und ja, ansonsten bis bald.